Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren super-duper Folge von und mit Thomas IFA Garage. Ich persönlich habe genau auf diese Folge in den letzten Wochen relativ stark hingefiebert, weil wir heute endlich die nun mittlerweile finalen Felgen auf dem 353 draufballern. Die haben wir gestern gemeinsam von Aluschein in Krumpa geholt. Jungs, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür, weil nicht von vornherein klar war, ob die, sagen wir mal, modernen Felgen so aus einer Großproduktion sich fürs Hochglanzverdichten tatsächlich eignen. Das ist aber definitiv der Fall gewesen. Die Jungs haben sich der Sache angenommen und haben uns jetzt im Nachhinein auch noch eine Keramikversiegelung auf diese hochglanzverdichtete Oberfläche gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben das ja theoretisch durch diesen, ich nenne es mal Waschmaschinenprozess, das Metall mehr oder weniger blank liegt. Ob jetzt Alu oder nicht, die Poren sind ja komplett offen von diesem Material, und würdest du jetzt so mit kalkhaltiges Wasser eintrocknen lassen oder bei Salz und weiß ich was fahren, würde sich das sofort in die Struktur des Metalls, so sage ich es jetzt mal mit meinen Worten, reinfressen. Deswegen einmal Hochglanz verdichten, einmal Keramik versiegeln, erledigt. Man hätte natürlich auch das ganze Thema nochmal Klarlack pulvern oder lackieren können. Da verliert man aber immer im Nachhinein unheimlich viel Glanz. Ihr erinnert euch an die Folge, wo ich die 3 bzw. 4 Räder zur Auswahl hatte. Es ist final Rad Nummer 1 geworden. Alpina Design 7x16 ET28. Das ist jetzt geworden. Und im Unterschied zu den alten 16 Zoll, die ich drauf hatte, habe ich jetzt auch 195/40 R16 auf die Schnitte gezogen, damit der nicht so ballonig wird, der ganze Reifen. Und heute wollen wir das ganze Thema einfach nochmal final Probe stecken. Nicht weil das Sinn macht, sondern, also weil ich ja die Vorderachse und so weiter noch nicht habe, sondern weil wir das einfach wollen und weil wir das aus unserem tiefsten Herzen auch müssen. Ich wünsche euch also genau bei dieser Geschichte heute ganz viel Spaß. Ich habe jetzt gerade im Intro sozusagen immer so ein bisschen von wir gesprochen. Heute hinter der Kamera, proudly present, mein angekündigter Superpraktikant Tim. Genauso ist es. Moin. Ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber das bin ich. Wird schon mehr. Tim unterstützt mich hier in den nächsten 14 Tagen so ein bisschen. Und zu Thomas IFA Garage gehört ja natürlich auch YouTube wie zu Gelsenkirchen Schalke oder sowas, ja. Und von daher hilft er mir heute. Bevor wir jetzt wirklich tatsächlich starten wollen, ich weiß, ihr wollt das auch sehen, aber ja, so schnell schießende Preußennummer auch nicht, wollte ich an dieser Stelle nochmal als kleine Nachwehe von Erichs Erben ein paar Worte dazu loswerden. Wir waren, wie gesagt, jetzt am Wochenende bei Erichs Erben. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen beim Schneiden, beim Materialsichten und so weiter und wollte an dieser Stelle an meine Jungs ein riesengroßes Dankeschön sagen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer das waren immer die mit den Dekramützen und unter anderem mit den Schnurrbärten. Wirklich, Jungs, ihr habt das Thema Erichs Erm übelste Klasse abgerissen. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe, für euren Support, für alles das, was ihr für mich da erledigt habt, obwohl ich ja quasi dann da eigentlich nur unter Botanik rumlaufe und mich mit den Leuten unterhalte. Dankeschön. Auch an zweiter Stelle an den Frank von Erichs Erm. Super Organisation, richtig geil. Wir haben auch ein fettes Battle übrigens gemacht. Sein scharfer Zweizylinder, gegen meinen scharfen Zweizylinder. Ein kleinen Ausschnitt dieser neckischen Sonntagsduellierung blende ich euch jetzt mal noch fix ein. Also das haben wir dort auch noch gemacht. Der Motor läuft sehr gut, besser als ich tatsächlich dachte. Wie gesagt, mit viel Glück können wir nächste Woche eine Leistungsmessung machen, das dazu. Danke also an das ganze Team, Frank vorneweg, von Erichs Erben für die ganze Organisation. Es war ein mega geiles Treffen.
auch an alle die, die irgendwie dort bei mir waren, mit mir gesprochen haben, eine Tasse, Becher, was auch immer gekauft haben. Vielen, vielen Dank. Ich hatte es an meinem Riesenbanner dran stehen. Danke für eure Unterstützung. Es war wirklich ein richtig, richtig geiles Wochenende. Und für diejenigen, die keinen IFA-Garage-Treffenbecher tatsächlich gekriegt haben, ich hätte nicht gedacht, dass ihr mir die so aus der Hand reißt. Die kommen wahrscheinlich Ende dieser Woche in den Online-Shop bei mir rein. Dann könnt ihr da auch gerne nochmal für die lauen Winternächte sozusagen nochmal was nachordern. So, genug der vielen Worte vorneweg. Ihr wisst immer, ich versuche es kurz zu halten, schaffe es aber nie. Ich präsentiere euch meine nächste Felgensorte für den 353. Also, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber prinzipiell finde ich das schon ziemlich sexuell. Also, wir hatten ja gesagt, wir lassen den großen Deckel hier in der Mitte ab und machen einen kleinen Deckel klassisch in die Mitte rein, weil ich finde, das Rad dadurch viel, viel größer wirkt, als ich ursprünglich tatsächlich gedacht hatte. Ja, das hier in der Mitte war ja so schwarz. Und ist jetzt halt alles wunderschön hochglanzverdichtet. Und so verspiegelt, wie das alles ist, habe ich so den Eindruck, dass die Felge überhaupt ja nicht, also ja kein Ende hat. Das sieht irgendwie ganz komisch aus. Und damit ihr euch das nochmal richtig krass so vorstellen könnt, rolle ich das Ding mal ein bisschen in die Sonne. Ja, also, ja. So, alleine das schon, aber jetzt, Achtung, das ist schon... Also mir gefällt das. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist mir auch wurscht von der Sache her. Aber ich finde das schon ziemlich klasse hier, diese Geschichte. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an unsere Freunde und Jungs von der Halle hier nebenan für das relativ schnelle Aufziehen dieser Geschichte. So immer wie immer zwischen Türen und Angeln. Aber damit heute eben das Video kommen kann, muss man das jetzt noch fix machen. Am Wochenende bei Erichs Erm waren auch die ungarischen Kollegen von Lowborg da. Also die sind bei Instagram da auch sehr aktiv und einer von den Jungs hat ja seinen 353 quasi in derselben Farbe wie ich meinen habe und der hat seinen Wartburg schon neu lackieren lassen, hat mir auch so ein bisschen einen Farbcode von sich mehr oder weniger überlassen, der identisch ist zu dem Rot, was wir dann haben, aber wie ich halt relativ viel Chrom. Und das ist ja bei mir, wie gesagt, ähnlich. Ich habe sogar noch ein bisschen mehr, wenn ich jetzt perspektivisch an die Scheibenrahmen und Zierleisten unten an der Tür denke und auch die Chromhörner. Und da finde ich, passt eben dieses Rad wie der Arsch auf dem Eimer zu diesem, ich sag mal, dunkle Farbe und Kontrast mit Chrom verhältnismäßig gut dazu. Ich will euch nur mal ganz kurz, wartet, noch was holen. Weil Theo so nett war und schon mal... sagen wir mal, im Farbmuster hier lackiert hat. Das wird die Farbe, also ist mehr oder weniger der originale Ton. Und ich finde schon, dass das ein richtig geiler Kontrast wird. Also stellt euch dann vor, dass wir diesen Nabendeckel hier nicht irgendwie eine Schwarz- oder eine Billo-Silber machen, sondern ich möchte den halt gerne mit diesem Rot dann machen und den Eisenacher, so wie ich es ursprünglich schon mal gesagt habe, den Eisenacher Ritter mit Weiß oder mit Schwarz, mal sehen, oder Schwarz-Weiß, eben hier klassisch dann als individuelle Nabenkappe sozusagen machen. So, und damit wir jetzt das ganze Thema einfach mal ausprobieren können, schwarten wir jetzt bei mir erstmal 20 Adapterplatten auf die Karre drauf und dann ja, gucken wir mal, wie das ganze Thema einfach wirkt. Währenddessen habe ich schon zwei Scheibenbremsnarben weggeschickt zum Umbauen. Wenn, also umbohren klassisch. Und wenn, das ist Manfred. Grüß dich, Manni. Ja, komm mal her hier. Also wie gesagt, habe ich die vorderen Radnarben zum Umbau für die Scheibenbremse bzw. den richtigen Lochkreis habe ich schon weggeschickt. Und die Hinterachse können wir dann erst weggeben, wenn wir Fahrgestell und, sagen wir mal, Häubchen hier getrennt haben. Gut, dann würde ich jetzt sagen, dran schwarten und hoffentlich, naja, glücklich viele Ampeln, denke ich auch, gehe ich schwer davon aus. So, gut, bis gleich. 2000 Jahre später. So, also ich habe gerade schon zu Tim gesagt, ich glaube, ich denke, das war die richtige Wahl. Ich finde, das fetzt einfach. Ja.
Vor allem in den. Also das ist, so habe ich mir das vorgestellt. Sieht böse aus. Also wir müssen jetzt natürlich noch, also ich werde sicher an der Höhe noch ein bisschen was machen. Und das Schöne ist ja jetzt, guck du mal, wir haben jetzt ja hinten 20er Platte drauf. Ja? 20er Platte ist arschknapp mit der Kante, aber es schleift definitiv nicht. Wenn wir jetzt, wie gesagt, den Umbau auf direkt 4x100 machen, sparen wir uns die 20er Platte hinten, lassen den Sturz korrigieren, dass das Rad hinten auch schön gerade steht. Und damit, sage ich, ist hinten vollkommen safe. Und vorne ist es ja, sage ich jetzt mal, ähnlich. Also zugegeben, ich habe natürlich viel Sturz, ja, das natürlich schön wäre, wenn die Platte dann weg ist, aber genau das erreichen wir ja auch, wenn wir eben, wie gesagt, auf Scheibenbremse umbauen und da die Narbe entsprechend umbohren. Also ich mache mir da keine schwerwiegenden Vorwürfe, dass das nicht passen könnte. Und wenn wir jetzt die Platte mal mitrechnen, sind wir ja jetzt theoretisch bei 7x16 ET8. Ja, also das finde ich schon gut. So, aber jetzt würde ich sagen, fahren wir das Ding mal raus. Richtig geil. Also, dass man nur mal sieht, wie so die Farbe halt auch frisch aussehen kann. Ich bin da voll dabei. Gerade wenn ich, wie gesagt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass das hier alles noch eben hier ähnlich chrom ist und das endlich mal ordentlich noch ist. Mit den Griffen. In unten die Zierleisten und. Ja. Dann hier eben, wie gesagt, die Frontschürze. Unten auch noch rot. Hier vorne ist ja dann alles rot. Das ist schon so, wenn ich das so. Ja. Wie gesagt, vielleicht gehen wir noch in Mühe runter. Weil theoretisch Platz habe ich jetzt ohne Ende wieder mit 16 Zoll. Naja, also TÜV habe ich hier noch Platz für einen TÜV. Das machen wir so. Junge. Genau so. So weit. So. Das war jetzt erstmal ein wichtiger Schritt, glaube ich, in der ganzen Thematik Felgenfindung, Design 2023 und so weiter. Aber das war ein wichtiger Moment. Zum einen, weil ich halt jetzt weiß, es würde sogar mit den Spurplatten passen. Also knapp, aber es würde passen. Hätte ich jetzt das 80-50 drin, würde ich vorne überhaupt keine Schwierigkeiten sehen. So wie es aber, wie gesagt, jetzt ist, gedanklich zu dem, was danach noch kommt, also mit dem 4x100 Umbau, sehe ich jetzt überhaupt keinen Stress mehr, überhaupt keine Schmerzen. Ich habe auch vorne oben nochmal geguckt, weil ich ja vorne bisschen mehr Sturz habe als normal. Das passt eigentlich super. Also wir kommen da oben an der Feder auch nicht irgendwie in Konflikt. Das passt also. Und ich bin erstmal soweit zufrieden, würde ich sagen. Es war ja auch eine lange Geschichte, um das jetzt hier bis zu dem Punkt so hinzukriegen. Das große Ziel, was ich aber ursprünglich hatte, nämlich dieses Alpina Design in einer 16 Zoll mit einem großen Tiefbett zu fahren, ist trotz dieser schönen Räder nicht aufgegeben. Das würde ich ganz klar jetzt nochmal sagen. Das Ziel ist es also wirklich, ein paar 15 Zoll Alpinas, und das geht ja auch, Alufelgen abdrehen zu lassen, bohren zu lassen und dann auf dreiteilige Optik umarbeiten lassen. Also wenn man einmal sowas macht, dann kann man ja auch da Flansch ein bisschen wegdrehen und so weiter, dass du mit der ET ein bisschen besser ins Rathaus kommst. Und du halt trotzdem ein fettes Tiefbett fahren kannst. Also, das war so
Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Zwischenvariante. Aber wie gesagt, das ist noch nicht das Ende. Das steht definitiv fest, wie es abend in der Kirche. Für die Geschichte jetzt ist es das aber, genau wie für heute. Ich muss schließlich noch ein bisschen an Erichs Arm schneiden. Die Geschichte auch. Ich danke euch wunderschön, herzlich für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder geschenkt habt, mit endlich wieder Wartburg-Content. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und sage auf jeden Fall Tschüssikowski, ciao, ciao und bis nächste Woche. Tschüss.